Ramadan ist der Monat des Korans. Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran, Shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran. Es ist der Monat Ramadan, in dem der Koran herabgesandt wurde. Das ist Ramadan, liebe Geschwister, hat auch seinen Stellenwert bei Allah, weil in diesem Monat der Koran herabgesandt wurde. Für die Rechtleitung der Menschen, als Rechtleitung und als Leitfaden für die Menschen, als Rechtleitung und als Wegweiser zu Allah, zum Paradies. Und deswegen, liebe Geschwister, es ist sehr, sehr wichtig im Ramadan eine Verbindung, eine größere Verbindung zu haben zum Koran. Und deswegen hat der Prophet a.s. gesagt, dass in jedem Ramadan Jibril zu ihm gekommen ist und mit ihm den Koran rezitiert, studiert hat. Ja? Das heißt, liebe Geschwister, den ganzen Koran, ja? Außer im letzten Jahr, wo der Prophet a.s. danach gestorben ist, so ist er dann zu ihm zweimal gekommen. Ja? Aber wie gesagt, liebe Geschwister, der Monat Ramadan ist der Monat des Korans. Und deswegen sollte man im Monat Ramadan vermehrt Koran lesen, Koran lernen, mit dem Koran Zeit verbringen, so wie es der Prophet a.s. gemacht hat und die Sahaba gemacht haben und die Gelehrten. Viele Gelehrte haben die kompletten Unterrichte beiseite gelassen und haben sich nur noch mit dem Koran beschäftigt, wie die großen Imame der vier Rechtsschulen, Rechtsschulen und andere. Und deswegen, liebe Geschwister, barakallahu fikum, sehr, sehr wichtig, der Prophet a.s. sagt in einem anderen Hadith, dass zwei Sachen am Tage der Auferstehung Schafa'a machen. Schafa'a, also Fürsprache halten werden für den Gläubigen. Einmal ist es das Fasten und einmal ist es der Koran. Das Fasten wird kommen und sagen, oh Allah, ich habe ihm Nahrung und Trank verboten, ja, so lass mich für ihn Fürsprache halten. Ja, das, weil man tagsüber fastet. Und der Koran wird dann kommen zu Allah und sagen, oh Allah, ich habe ihm den Schlaf verwehrt in der Nacht. Warum? Weil er war beschäftigt mit der Koranrezitation oder mit dem Gebet, wo er Koran rezitiert, und ich habe ihm den Schlaf verwehrt, deswegen lass mich für ihn Fürsprache halten. Dann werden sie beide Fürsprache halten. Das heißt, der Koran wird für dich Fürsprache halten, der Koran wird sich für dich einsetzen, der Koran wird dich inshallah retten, wenn du dich mit dem Koran beschäftigst und mehr Koran liest, inshallah. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns zu den Leuten des Korans gehören lassen, denn der Prophet a.s. sagt im authentischen Hadith, Ahlul Quran hum Ahlullahi wa khassatuh. Die Leute des Korans, das sind die ganz speziellen Diener Allahs, Azzawajal. Das sind die Diener Allahs, ja, die ganz speziellen, also ganz eine ganz enge Bindung mit Allah subhanahu wa ta'ala. Wassalamu alaikum.